Da haben wir eine ganze Menge, die wir selber noch machen können. Das wäre richtig. Und solange die B-Pläne in Deutschland 8 Jahre brauchen, dann nutzt das schönste Gesetz im Bundestag nichts. Dann wird der Handel vor Ort sich gar nicht so schnell ändern können. Auch wenn Sie schon vermeiden, Luft zu holen. Also Sie müssen trotzdem jetzt Schluss machen. Wollte ich gerade. Ich wollte noch allen einen schönen Nachmittag wünschen. Dann mache ich das jetzt trotzdem in der gegebenen Ruhe. Ich wünsche allen einen schönen Nachmittag und danke für die Redezeit. Mein Name ist Hagen Reinhold. Ich bin Sprecher für maritime Wirtschaft in dieser Fraktion. Und das ist mein Bretterporträt. Wie bin ich zur Politik gekommen? Ich habe mich vor Ort einfach mal umgeschaut und habe festgestellt, die Gewerbegebiete waren leer, die Bordsteine waren nicht abgesenkt, man kam schwierig mit Kinderwagen runter. Das anderen zu überlassen, ist eigentlich nie mein Ding. Also habe ich gesagt, da machst du mit und engagierst dich vor Ort. Und so bin ich zur Politik gekommen und habe relativ schnell meine politische Heimat gefunden. Hauptsächlich bin ich im Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung und Kommunen. Das ist so der Ausschuss, wo ich relativ oft unterwegs bin. Ich bin Maurermeister und Stahlbetonbauer. Das ist also quasi mein Beruf. Ich habe selber ein Bauunternehmen und deshalb kenne ich mich natürlich mit Bauen sehr gut aus. Mal kurz. Guck mal, ob es hier ist. Das Ding sind Wasserschotts, ne? Gehen wir jetzt gleich unter die Spree. Jetzt sind wir noch vor der Spree. Und dann fahren diese Tore runter. Und dann läuft das sozusagen vom Wasser und die Gebäude sind geschützt. Und da hinten um die Ecke ist tatsächlich der Reichstag drunter. Die Anlieferung vom Reichstag ist runtergebaut. Kommt mit rein. Dieses Kunstwerk heißt der Birkenhof. Dann sieht man, dass da zwar schöne Birken stehen, aber auch aus der Mark Brandenburg, die in Ostdeutschland liegt, Findlinge. Ist das nicht schön? Dann bin ich auch noch maritimer Sprecher und das mache ich im Wirtschaftsausschuss. Maritime Wirtschaft ist ein weites Feld, sehr wichtiges Feld für eine Exportnation für Deutschland. Denn wenn man weiß, dass 90% der Waren über die Ozeane verschifft werden, dann wäre Deutschland nichts, wenn wir nicht auch eine starke Flotte hätten. Dann würden wir all die schönen Waren, die wir in Deutschland produzieren, überhaupt nicht in die Welt exportieren können. Und deshalb ist es so enorm wichtig. Und deshalb hat auch die Fraktion der Freien Demokraten im Bundestag gesagt, da braucht es einen, der sich darum kümmert. Ich glaube, so unser Land ist nicht das modernste gerade, was es gibt, aber das brauchen wir jetzt. Wir brauchen jetzt echt einen modernen Gesetzesrahmen, der in diesem Land wieder vieles möglich macht und der auch wieder so ein bisschen Gründergeist und Innovationskraft aus unserem Land rausholt, damit es vorangeht. Ja. Der Haken in 3 Worten. Schnell, ungeduldig, liebevoll. Wenn Freizeit da ist, ich liebe Kunst und deshalb gehe ich auch unheimlich gerne in Ausstellungen. Bin froh, dass ich einen Teil meiner Kinder dazu animieren kann, mitzukommen. Und je mehr Zeit man mit der Familie verbringt, natürlich umso schöner. Und meine Freizeit versuche ich, soweit es geht, mit Familie zu füllen. Ich bin voll und ganz ein Küstenkind. Trotzdem schafft man es selten ins Wasser rein, weil man da ja lebt und arbeitet. Aber was mein ein großes Hobby ist, die letzten Jahre ist das leider viel zu kurz gekommen, ist Surfen. Wie kommt man als Jugendlicher zu seinem Job? Oh, da könnte jeder eine spannende Geschichte erzählen, oder? Ja. Da habe ich das Glück gehabt, einen Familienbetrieb zu haben. Mein Vater hatte also schon einen Baubetrieb und dann lag es irgendwo auf der Hand, Maurer zu werden. Und ich habe den Tag vom ersten Tag an habe ich den Job genossen. Ich habe das geliebt. Ich durfte sofort Meister werden, das war schön. Ich liebe das bis heute. Politik bei mir zu Hause eine Rolle spielt, sieht man daran, dass meine Kinder mir abgetrotzt haben, eine Woche im Jahr nicht über Politik zu reden. Meine Frau kommt aus dem selber Bürgerrechtlerin, kommt aus so einem Haus, wo die Eltern in der DDR kein leichtes Leben hatten und sehr darunter gelitten haben unter der Diktatur. Meine Mutter hat man weggesperrt, als sie aus der DDR damals fliehen wollte. Die war also im Gefängnis eingesperrt und deshalb, das war auch. Wahrscheinlich hat man es mit in die Wiege gelegt bekommen, obwohl unsere Eltern weniger in Parteien unterwegs waren, aber es war trotzdem so ein Anlass zu sagen, oh Mensch, du musst dich damit auseinandersetzen, was eigentlich die Gesellschaft formt und zusammenhält und da musst du mitgestalten und ja, schon sehr politisch bei uns. Was ich mir allgemein für die politische Zukunft in diesem Land wünschen würde, wäre, dass viel, viel mehr Leute mitmachen. Weil ich weiß, wie toll das ist, Sachen umzusetzen. Ich weiß, wie toll es ist, sich zu engagieren. Und manchmal sind wir viel zu wenige. Und deshalb würde ich mir wünschen, viel mehr Leute würden das Schicksal ihrer Gemeinde, ihres Landkreises, ihres Bundeslandes in die Hand nehmen und einfach mitmachen und sagen, da gibt es Sachen, die interessieren mich, die will ich besser machen. Und deshalb engagiere ich mich politisch und mache mit. Und je mehr Leute in der Politik mitmachen, je vielfältiger wird das Bild und je besser wir mit Sicherheit unsere Entscheidungen. Und deshalb, ich wünschte, wir hätten viel mehr Konkurrenz.
ein Herzensprojekt seit Anfang der Legislatur ist Live-Musikspielstätten, Nachtleben, Clubkultur, dafür setze ich mich ein. Und da gibt es einen konkreten Ansatz von uns Liberalen, der ist noch im parlamentarischen Verfahren. Da geht es zum Beispiel darum, den Lärmschutz so zu gestalten, dass die Clubs nicht vertrieben werden aus den Städten, Clubs zu akzeptieren als Kulturgut und deshalb sie nicht in Industriegebiete zu verbannen. Und wenn ich den noch durchbekommen würde bis zum Ende der Legislatur, das wäre großartig. Das Sonnensegel, das erstaunlich ist, das Spiegelsystem bringt das Licht in den Plenarsaal. Deshalb gibt es das Segel, was eine Runde rumgeht, jeden Tag mit dem Stand der Sonne. Und so verhindern wir direkte Sonneneinstrahlung. Das Gebäude ist also so konzipiert, dass auch an einem hellen Sonnentag immer ideale Lichtverhältnisse im Plenarsaal sind. Das genießt jeder Abgeordnete und keiner weiß, wie es funktioniert. Ich glaube, Corona hat vieles auf den Kopf gestellt. Ich glaube, eine neue Organisation des Welthandels, des europäischen Systems, ich glaube, für Europa ist es eine große Herausforderung, aber auch für die komplette Wirtschaftslandschaft in Deutschland, die jetzt so aufzustellen, dass sie die nächsten 20 Jahre Frieden, Freiheit, Wohlstand für unser Land sichert, das ist die größte Herausforderung. Mein großer Wunsch für die Zukunft ist, dass wenn meine drei Kinder dieses Land gestalten, dass sie in einem friedlichen Deutschland leben, in einem friedlichen Europa, dass die Welt eine friedlichere ist und dass sie die gleichen finanziellen Möglichkeiten haben, die wir jetzt haben, um dieses Land zu gestalten. Müssen wir mal kurz anhalten. Seht ihr, wo die Sonne steht? Sieht man jetzt, wie sie spiegelt. Genau da ist das Segel. Jetzt ist das zu sehen. Siehst du das? Und wenn sie jetzt nämlich die Wolken weg wären, wird es genau auf den Spiegel und dann rauf auf Rednerpult. So. Aber das war das Büro von Schmidt oben. Da steht sogar ein Bild von ihm, sehe ich gerade, oder? Sieht doch fast so aus. Aber ich finde tatsächlich diese Mischung zwischen Alt und Neubau so genial, wie denen das gelungen ist. Ist doch fetzig, oder? Nicht gesprochen, oder? Das wird doch nicht so gesprochen. Prêt-à-porter, ja? Und das ist mein Prêt-à-porter. Okay.